Da sind Flaschen im Gebüsch. Sag mir jetzt nicht, dass da vorne am Eingang noch ein paar Flaschen im Busch waren. Oh, ich muss kurz Pause machen, mein Handy klingelt. Sekunde. Ich, ja, wir sehen uns gleich wieder. So, bin wieder da. Musste gerade ans Handy gehen. Da war ein Anrufer. Wir waren bei diesem drehenden Haus. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Das dreht sich doch nicht einfach nur, weil es so schön ist, da rum. Warte mal. Warte mal, warte mal. Kann... Da ist ein Haken. Da ist ein Haken. Oh, Münzen. Ja. Und jetzt dreht sich es auch nicht mehr. Da ist eine Flasche. Also der Stock, der muss ja richtig fest sein. Weil ich meine, was der jetzt alles bis jetzt zerstört hat, ist unglaublich. Und hopp. Haha. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Ach, das ist ein Mugshot. Ist das eine Kralle oder was ist das? Kann ich das kaputt machen? Tatsache. Man kann echt alles kaputt machen. Wow. Behalt deine Karten. Ich spiele nicht. Ich nehme mir so das Geld. Warum ist es hier eigentlich unter Wasser? Und da ist auch noch Strom im Wasser. Das ist auch natürlich ganz toll. Hallo? Ja, toll. Wo kommt das Wasser her? Voll die Wasserverschwendung. Vor allem, wenn man hier eh in Mesa City ist. Es sieht ja aus wie Wüste. Toll. Zum Glück muss man hier nichts trinken oder essen. Äußerst simples Spiel. Ja. Obwohl, ich durste nach Verbrechen. Könnte ja so sein. Nein, nein, na, oh. Au. Oh Gott, ich habe keinen Glücksbringer mehr. Hilfe! Mach mal jemand das Getute aus. Danke. Nein, wir haben schon wieder eine vergessen. Oh, da ist sie. Okay. Fehlalarm. Uah. Und hopp. Jawohl. Okay, da ist nichts mehr. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Flasche. Also jetzt keine Hinweisflasche, sondern so eine kleine Flasche, wo Münzen rauskommen. Und 8. Oh, wer hätte es gedacht? Eine Seite. Okay, diese Seite ist von deinem hyperaktiven Ahnen B.F. Cooper. Er hat einen Weg zur Zeitbeschleunigung gefunden. Perfekt für lange Überwachungen. Halte einfach die Dreiecktaste gedrückt. Schnell. Schnell. Okay, 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 der ist hyperaktiv. Guck dir den an. Oh. Okay, wow. Oh. Ich bin gerade auf 3 gekommen. Aber das macht Spaß. Hui, 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 hui. Okay, jetzt genug. Ja, damit haben wir schon Schlüssel Nummer 2. Wo kriegen wir jetzt noch einen dritten her? Da oben wahrscheinlich. Ach, der schon wieder. Hui.
Schon wieder so einer. Komm her. Auf der Hunderennbahn. Hier gibt es nur einen Schlüssel. Okay. Mary, was geht da unten vor? Naja, ich bin nur mal auf einen Snack zum Hotdog-Stand gefahren. Und weißt du, als nächstes fordern mich diese Gangsterhunde zu einem Rennen heraus. Ist für den Sieger ein Schlüssel drin? Ja, 3 Runden für einen Schlüssel. Fängt an hier, Mann. Fahr den Van mit dem linken Analogstick. Und wenn du ein paar Nitro-Power-Ups findest, kannst du mit der Quadrattaste den Boost einschalten. Mach sie fertig. Schon dabei. Okay, und Gas geben wir wie? Wie gebe ich... Ah, okay. Mit dem Control-Stick gebe ich also auch gleichzeitig Gas. Einfach nach vorne drücken. Kann man mir das auch mal sagen? Aha. Ja, jetzt haben die eh schon voll den Vorsprung. No, und ich treffe nicht mal das Nitro. Na geil. Boah, ich komme mit der Steuerung nicht so ganz klar. Vor allem, wie der da rausguckt mit dem Kopf. Also wenn der Körper genauso groß ist, dann ist das Auto viel zu klein. Vor allem, ich glaube, da ist auch noch Bentley drin. Der ist jetzt auch ein bisschen durchgeschüttelt. Yay! Komm schon, gib Gas. Wir sind immer noch Fünfter und da hinten... Ich bezweifle, dass wir das noch hinkriegen. Bäh. Vor allem, wenn ich so rumfahre. Und jetzt sind wir in der letzten Runde. Haben gerade erstmal aufgeholt. Na toll. Na komm schon. No. Oh Gott. Also ne, ihr werdet mich nie in irgendeinem Rennspiel-Let's Play sehen. Weil, ja, schaut mich doch mal an. Toll, ich bin Letzter. Oh Mann. Vor allem gerammt. Die haben mich ja nicht mal berührt. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich Gas gebe. Hey, die haben mir das Nitro geklaut. Die haben mir das Nitro geklaut. Ich glaube, die spinnen. Oh, die da haben einen Unfall gebaut. Hey, sag mal. Okay, jetzt haben sie mich gerammt. Und jetzt bin ich sauer. Komm mal her, du. Was war das denn? Na. Na, lass mich durch. Tschüss. Hey, wir sind Vierter. Ach süß, die Sombrero Dogs. Na, lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Jetzt lass mich doch vorbei. So, ganz einfach. Mann. So, jetzt ist nur noch der da vorne mit seinem... Ist ja nicht mal ein richtiges Auto. Doch, das ist ein Auto. Ich habe gedacht, das sei so ein... Wie heißt es? Gelände? Nee. Keine Ahnung, mir fällt der Name nicht ein. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Na, jetzt... Lass mich hier vor. Der klaut mir schon wieder das Nitro. Jetzt. Nein. Nein. Geh weg. Danke. Geh weg. Ja, das Auto braucht auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Tuning.
Ich kenne den Fachbegriff. Auf jeden Fall sind da jetzt sicherlich nachher sehr viele Kratzer drin. Ja, nein, 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 nein. Ja! Gewonnen! Lass, sag mal. Lässt du mich jetzt bitte schön da reinfahren? Ich kann gerade gar nichts machen. Ah, danke. Gib mir den Schlüssel, hab keinen Bock mehr hier. Ja, ganz toll, Mary, ganz toll. Darf ich jetzt wieder... Danke. Mit dem kann ich besser umgehen. Na. So, drei Schlüssel haben wir. Okay. Ups. Entschuldigung. Du hast nichts gesehen, ne? So. Schon sind wir drin. Was macht denn der? Der kratzt sich. Cool. Och nö. Wie viele sind denn da schon wieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen nochmal 7. Ja, ganz toll. I. Also ich will, ich kenne mich jetzt nicht mit Kunst aus, aber das geht ja echt nicht. Das ist ja, da tun mir echt die Augen weh. Kannst du dir die Visage ansehen? Mach ich. Und es ist unglaublich faszinierend. Hä? Mein Röntgenscanner zeigt an, dass in dem riesigen Kopf ein geheimer Aufzug zum Backshop Penthouse versteckt ist. Aha. Und wie kommen wir rein? Hinter dieser Wand ist ein Hebel. Natürlich. Den Aufzug ruft. Aber du brauchst alle 7 Schlüssel, um sie zu öffnen. Alles klar. Bah, ich kann es nicht mehr länger angucken. Die muss da jetzt unbedingt rumpatrouillieren, gell? Tja, Tango für 2. Ich bin aber nur allein. Naja. 30. Okay. Super. 10 weniger. Als in den letzten 2 Leveln. Sieh an, sieh an, wer mir da vor die Flinte läuft. Sly Cooper. Höchste Zeit, dass du auftauchst, Miss Fox. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Hab gedacht, du hättest dich irgendwo in Paris verirrt. Der Einzige, der hier irrt, bist du, Sly. Ich rate dir aufzugeben, bevor ich dich mit meiner Freundin, der Schockpistole, außer Gefecht setze. Eine Frau, deren beste Freundin ein Revolver ist, hat ein Problem. Ein kleines Dinner, ein bisschen tanzen. Ich glaube, ich kann dir helfen. Mm, klingt romantisch. Wenn dir die Gefängniskosten nichts ausmacht. Bah, ich hab gehört, der Service sei lausig. Wenn ich dich habe, kannst du es selbst testen. Nein, danke, bitte schön nicht. Da kommen die schon wieder mit ihrer blöden Schockpistole. Was machst du heute kaputt, außer Polizeiautos? Häuser? Wäre nichts Neues. Und jetzt muss ich auch noch mittendrin diese blöden Flaschen einsammeln. Na, großartig. Sag mal, wie groß ist denn die? Sieht voll groß aus. Weil ich meine, die ist ja weit im Hintergrund und trotzdem ist die schon so groß wie wir. Oder? Oder es liegt daran, dass irgendwie ich kleiner geworden bin. Aber das wäre irgendwie unlogisch. Bah. Ich möchte hier einfach nur schnell weg. Ach, cool. Tschüss, Wäsche. Da
da hinten. Was kommt in der Glotze? Nix. Ist kaputt. Hat die schon wieder kaputt gemacht wahrscheinlich. Da. Wow. Tschüss. Kommst du nicht mit? Nee?